Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserem Workshop rund um den Samsung Flip. Wir werden Sie im Rahmen dieses Workshops durch die Grundfunktionen des Samsung Flip führen. Wir werden die Menüs vorstellen, die sich auf dem Flip finden und natürlich auch zeigen, wie Sie externe Geräte und Inhalte in Ihre Arbeit mit dem Flip einbinden können. Zum Schluss gibt es noch einige Tipps und Tricks zur Nutzung. Mein Name ist Christoph Klar und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Beginnen wir mit den Grundfunktionen. Der Samsung Flip ist ein hochauflösendes 4K oder UHD Display. Er bringt eine integrierte Touch-Funktion mit und ist damit ein interaktives Display. Zu bedienen ist er mit den mitgelieferten Holzstiften, die auch einen Magnet beinhalten, sodass Sie ihn einfach an der Seite des Displays parken können. Die Stifte haben eine spitze und eine runde Seite. Und diese können Sie malen, zeichnen, schreiben, wie Sie es auch von Ihrem Flipchart, vom Whiteboard oder von der Kreidetafel kennen. Die spitze Seite ist dabei, wie gesagt, zu nutzen wie ein Stift. Die runde Seite hat eher eine Markerfunktion oder kann als Highlighter fungieren und bringt in der Regel eine andere Farbe mit. Und Sie brauchen auch nur diesen einen Stift, weil wenn Sie eine andere Farbe wünschen, halten Sie einfach den Stift kurz an das Display und es erscheint eine Farbpalette, wo Sie eben auch verschiedene Farben und die Stiftstärke beeinflussen können. Sollten Sie sich mal vertan, verschrieben haben oder müssen eine Korrektur vornehmen, so können Sie dies ganz einfach mit Ihrer Hand. Sie können dabei mit dem Finger feine Stellen radieren oder mit der Handfläche großflächige Löschungen vornehmen. Natürlich können Sie auf dem Samsung Flip nicht nur auf einer Seite arbeiten. Sie können pro Arbeitsmappe bis zu 20 Seiten beschriften. Sie bewegen sich durch diese Arbeitsmappen mit dem Regler oder auf dem schwarzen Rand und können so Gedanken sammeln und auf mehreren Seiten arbeiten. Und ganz gleich, ob Sie mit Graphen arbeiten, ob Sie gerne Mindmaps gestalten Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Sie benötigen für diese Whiteboard-Funktionalität auch keinen Rechner. Dieser ist im Flip bereits integriert. Es ist ein schnelles, in sich geschlossenes Linux-System und so brauchen Sie für diese Whiteboard-Funktion keinen zusätzlichen Rechner. Sie können den Flip nutzen, um Ihre Gedanken zu Materialien werden zu lassen und wollen diese natürlich auch festhalten, so können Sie diese auf dem Flip abspeichern und auch mit einem 6-stelligen PIN-Code schützen, falls der Besprechungsraum von mehreren Personen, anderen Abteilungen genutzt wird, sind Ihre Inhalte sicher auf dem Flip gespeichert. Wie man den Flip über die Whiteboard-Funktionalität hinaus noch weiter nutzen kann, schauen wir uns gerne im weiteren Verlauf des Workshops an.